Hallo, ich bin der Marc und ich bin richtig stark. Ich bin der Luca und in Technik bin ich super duper. Hi, ich bin der Niklas und ich gewinne das. Ich bin der Janis, ich bin der Moderator und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei der Telekom Challenge. Okay, Männer. Die erste Challenge ist die Drehscheiben-Challenge. Wie lange braucht ihr, um die Service-Hotline des 1. FC Köln zu rufen? Mit dem alten Telefon von früher. Der Schnellste bekommt einen Punkt. Und die Nummer lautet 0221 991 9480. Ich weiß nicht, ob ihr die Nummer auch bei euch seht oder... Top, die Challenge gilt. Marc Uth, du bist dran. Geht schneller, ne? Fertig. 20,63 Sekunden war Marc. Ich würde sagen, das ist schon mal eine ordentliche Zeit. Kili, schauen wir mal, wie du dich schlägst. Gut aus. Nein. Ich habe mich einmal verzuckt. Ja, geil. Kili, du wurdest leider aus der Challenge disqualifiziert. Hast dich leider einmal vertippt, ne? Woanders angerufen, deswegen. Haupe, schauen wir mal, wie du dich schlägst. Stark, ne? Gewonnen. Ey, hab ich so lange gebraucht? Hey, Junge, wieso hab ich das? Sah so langsam aus jetzt gerade. Nee, das war schon schnelle Finger. Der Anfang, der erste, da hast du ja. Das war richtige Zeitlupe. Schnelle Finger, Scheiße, oder? Ja, ich gratuliere. So, die Drehscheiben-Challenge geht ganz knapp an den Haupe mit 20,25. Marc, leider 20,63 waren es, glaube ich. Haupe, die Challenge geht an dich. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Janis. Kommen wir zur nächsten Challenge. Die zweite Challenge ist eine Schätzfrage. Männer, dafür habt ihr die iPads dort liegen. Könnt ihr einfach mit dem Finger was draufschreiben, was ihr schätzt. Die Frage ist, wie hoch ist der Kolonius? Das ist eine Schätzfrage, wie gesagt. Und der Gewinner ist der, der am nächsten dran ist. Die Lösung dann einfach in die Kamera zeigen. Habe ich doch gerade gefragt. Diese Fernsehturm in Köln, wo das Telekom-Zeichen groß drauf ist. Nehmt euch die Zeit. Kili, hast du schon was? Ja. Ich halte nur zu, dass nicht abgeguckt wird. Zeigt mal alle in die Kamera vielleicht. Also ich muss sagen, Haupe, ich weiß nicht, ob du, also wohnst du daneben oder, weil es sind 266 Meter und da gewinnst du ganz klar. Da habe ich mich ja knapp um 200 Meter verschätzt. Tja, ich fahre jetzt mal vorbei. Meter. Wenn ich zum Metapark fahren muss leider, musste ich ein paar Mal. Warte mal, wie hoch ist denn der Kölner Dom? Dann fahre ich immer vorbei. Dom? Wie hoch ist der Kölner Dom? Ich dachte, der Kölner Dom wäre so um die 160 Meter oder so. 157 Meter, ja. Und der ist, das Ding ist viel höher als der Kölner Dom. Ist mich verarschen, ne? Boah. Ja gut, unglückliche Fügung. Die Challenge geht wieder an Haupe. Der aktuelle Punktestand beträgt Haupe 2, Kili 0, Marc auch leider 0. Kommen wir zur nächsten Challenge.
Die dritte Challenge ist eine Frage. Es geht darum, wer am schnellsten von euch den Buzzer betätigt. Und die Frage ist, was ist älter? Der erste FC Köln oder die Telefonzelle? Die Telefonzelle. Weil der erste FC Köln ist ja noch nicht so alt. Wann wurde der erste FC Köln gegründet? Weißt du? 1948. Die Telefonzelle ungefähr? Kein Plan, aber ich denke 1930 bestimmt schon. Oder? 1904. Also hast du gewonnen, Kili. Stark. Punkt geht an dich. Mitgenommen. Ja. Okay. Die vierte Frage ist wieder eine Frage, wo ihr buzzern müsst. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, man kann auch Punkte verlieren. Kili, Haupe, Marc, du auch. Fährst dann bei minus 1, ne? Nochmal. Genau. Die Frage ist, was ist länger her? Der letzte Titel des FC oder die Erfindung des Schnurlostelefons? Letzter Titel des FCs. Richtig, Marc. 1983, letzter Titel des FCs und Schnurlostelefons 1984. Punkt geht an dich. Danke. So eindeutig war das nicht. Nee. So, die fünfte Challenge. Wir alle kennen wahrscheinlich von früher noch das SMS-Schreiben mit der T9-Funktion. Wer braucht länger, um eine SMS an den Trainer zu schreiben? Die SMS lautet, hallo Trainer, ich bin krank. Marc, wir fangen mit dir an. Du haust drauf, sobald ich... Sekunden. Muss man kurz warten, wenn man fertig ist mit dem Buchstaben? Ah, nein. Kili, Marc hat vorgelegt, 21,59. Zeig mal, was du drauf hast. Scheiße, schon verschwunden. Das ist so schwierig. Hey, wo ist das hier? Ach ja. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Stopp. 56 Sekunden. 56 Sekunden für Kili. Ja, klaren Altersnachteil muss man haben. Auf jeden Fall. Mal gucken, Haupe, wie es bei dir läuft. Let's go. So, der Punkt geht ganz klar an Marc Uth, auch zu Recht, muss ich sagen. Aber Kili, wie du schon gesagt hast, das ist auch der Altersvorteil, ne? Die sechste Challenge heißt vergessene Handymarken. Ihr seht auf eurem iPad vor euch zwei Lückenwörter und müsst die, wenn möglich, doch richtig ausfüllen mit den vergessenen Handymarken. Let's go! Maßlos überfragt. Müssen wir buzzern oder was? Ja, genau, richtig. Wer ist fertig, ist bitte buzzern.
Marc, sehr schnell im Tippen. Ich sehe gerade, Haupe hätte es auch wahrscheinlich richtig gehabt. Marc, bitte vorlesen. Motorola und BlackBerry. Vollkommen richtig. Schade, Haupe. Ich sehe gerade, sieht richtig aus, aber der Marc war schneller. Motorola hatte das erste Klapphandy, ne? Zwischenstand, Haupe 2, Kili 1, Marc 3. Ja! Weiter geht's. So, die letzte Challenge. Finale Challenge. Haupe, du kannst noch gleich ziehen, ne? Die Frage ist, es ist wieder eine Schätzfrage, also wieder bitte Männer mit den Fingern aufschreiben. Wie viele Handyfotos braucht es, um diese 10 Disketten vollzukriegen? Gut, bleibt Männer. Habt ihr alle? Nee. Okay. Bitte in die Kamera zeigen. Ich hab 20. Ja, ich hab komplett übertrieben. Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher. Also, aber ich glaube, wenn da 1,44 Megabyte draufsteht, hab ich auch gedacht, so. Dann können es nicht so viele sein. Ne? Ich weiß nicht, wie groß ein Foto ist. Auch gar keine Ahnung. Aber die Antwort ist 3,89. Ja. Und das habe ich mir gedacht. Ich habe es mir auch gedacht. Aber ich dachte, das kann nicht sein. Ich dachte, das kann nicht sein. Das könnt ihr nicht machen. Haupe war knapp mit 1000. Ja, war klasse. Hätte ich aber auch ungefähr gemacht. Genau das habe ich mir gedacht, ja. Weil 1,44. Ja. Nur ich dachte, dann ist vielleicht 144 Megabyte. Weil 1,44 kann nicht sein. Ja. Schwein, damit kriegst du den Punkt und ich gewinne. Richtig. Gänsehaut. Haupe war nichts. Ne? Ja, war top. Erste zwei Challenges gewonnen, danach abwesend. Ich habe mir das gedacht, aber das kann nicht sein. Ein Foto hat circa 3,5 bis 4 MB. Auf eine Diskette passen ca. 1,44 MB. Nicht circa, sondern genau. Deswegen passen auf 10 Disketten roundabout 4 Bilder. Am nächsten dran war der Kili mit, ich glaube, 20 waren es. Haupe war doch ein bisschen entfernt. Aber ja, im Großen und Ganzen hat es nicht mehr gereicht für den Sieg, Haupe. Bitte. Der Gewinner ist Marc Uth. Völlig zu Recht, muss ich sagen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Fühle mich geehrt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei unserer Challenge. Oder wie man bei der Telekom sagt.